Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Der furchtbare Anschlag von Hanau hat uns alle erschüttert. Wir alle sind wirklich tief betroffen. Alle Menschen, die ich kenne, hat das extrem verstört. Was aber auch verstörend ist, ist das, was medial gerade geschieht. Wie dieser Anschlag aufgearbeitet wird und wie sich bestimmte Prominente und andere Mediengrößen dazu äußern und das Ganze wirklich schändlich missbrauchen zur Hetze gegen Andersdenkende. Worum es genau geht, seht ihr in diesem Video. Ein Mann in Hanau nimmt mehreren unschuldigen Menschen das Leben und anschließend auch sich selbst. Das ist schon tragisch genug. Und ich denke, das Einzige, was wirklich richtig war in den letzten Tagen, war eben, dass die Gedanken von uns bei den Opfern sind, bei den Familien der Opfer, dass wir diese Tat scharf verurteilen und dass wir auch klar sagen, wir werden künftig mehr tun müssen, um solche Taten zu verhindern. Aber da müssen wir uns eben die Frage stellen, schon mal konkret, was kann man denn da eigentlich tun und ist es möglich, solche Taten wirklich gänzlich zu verhindern? Dann wenn wir uns mal wirklich die Fakten anschauen, was bisher bekannt ist. Da hat dieser Mann eine schwere Störung gehabt, also mit ihm war psychologisch überhaupt nichts in Ordnung. Er hat Wahnvorstellungen gehabt. Es gibt da schon die ersten psychiatrischen Bewertungen dieses Mannes und seines Gedankenguts, wo eben gesagt wird, es könnte eine Schizophrenie sein, eben Wahngedanken, dass der Mann denkt, er wird beobachtet, verfolgt. Das hat er eben immer gedacht, dass er von Geheimdiensten überwacht wird, die alles Mögliche steuern würden. Also komplett realitätsfremd und komplett wahnhaft. Eben nichts, was mit der Realität auch nur annähernd zu tun hätte. Und deswegen jetzt die Schuldigen in der Realität zu suchen, das ist schon ziemlich bösartig. Wir müssen wie immer ganz klar sagen, Schuld an diesem verabscheuenswürdigen Verbrechen ist ganz klar der Täter und auch diejenigen, die eben nicht rechtzeitig erkannt haben, um welchen Mann es sich hier handelt. Der Mann hätte dringend in psychologische Behandlung gemusst. Die Gesellschaft muss natürlich vor solchen kranken Individuen geschützt werden, das ist keine Frage. Und hier hätte natürlich viel früher Handlungsbedarf bestanden. Auch, dass dieser Mann mit diesen psychischen Problemen Zugang zu Waffen hatte. Das ist wirklich ein Problem, worüber wir sprechen müssen, weil wie gesagt, sowas muss natürlich frühzeitig erkannt werden, um so eine Gefahr wirklich bannen zu können. Was aber jetzt passiert, ist eben etwas ganz anderes. Das Ganze wird politisch instrumentalisiert. Also ihr kennt es ja sicherlich, wenn eine schlimme Tat passiert, wo der Täter eben ins Weltbild des aktuellen Zeitgeistes passt, dann ist er aber psychisch krank, eine Erklärung, die schnell akzeptiert wird. Diesmal ist das aber nicht so. Denn die üblichen Verdächtigen wie Jan Böhrmann oder auch ein Herr Augstein mussten natürlich mal wieder gegen politisch Andersdenkende hetzen und diese widerliche Tat instrumentalisieren. Was da genau passiert ist, zeige ich euch gleich. Jakob Augstein kennt man in Deutschland, ist ja eine Mediengröße und tatsächlich könnte man von jemand mit so einem Namen auch die dazu gehörende Verantwortung erwarten, dass diese Person eben auch sich bewusst ist, was man mit so einer Reichweite, mit so einem Einfluss bewirkt. Wenn man allerdings dieses Posting vom Herrn Augstein wirklich mal durchliest, dann wird man schnell sehen, dass er sich über keinerlei Verantwortung bewusst ist, die er trägt. Und zwar hat er geschrieben: Die Wegbereiter der Gewalt haben Namen und Adresse. Sarrazin, Broder, Tichy und andere, die die Verrohung des Diskurses vorangetrieben haben. Zuerst kommen die Worte, dann die Taten. Das ist bei den Rechtsterroristen so wie bei den Islamisten. Also hier weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Hat er gerade wirklich Henrik Broder irgendwie in die Nähe dieses Attentäters gerückt? Zumindest ideologisch. Hat er wirklich eine Verbindung hergestellt? Wie wahnwitzig ist denn das zu einem gestörten Menschen, der so ein schlimmes Verbrechen macht und einem konservativen Publizisten, der seine eigene Meinung kommuniziert? Wenn ihr da keinen Zusammenhang seht, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt auch keinen, außer eben im Kopf eines Herrn Augstein. Leider wird es aber noch schlimmer, die Latte beim Niveau-Limbo wird immer weiter gesenkt. Jan Böhrmann hat natürlich auch wieder was dazu beitragen müssen. Und zwar, wir müssen die Stichwortgeber benennen, all diese neurechten Plattformen, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht, von Roland Tichy über Henrik M. Broder bis hin zu eindeutig rechtsradikalen Blogs. Also genau, Herr Böhrmann, das wird es sein. Irgendwelche Blogs sind schuld, dass dieser Mann Wahnvorstellungen hatte, dass er ein verschrobenes Weltbild hatte. Das hätte er ja nie haben können, wenn es keinen Herrn Broder geben würde oder keinen rechten Blogs. Das ist ihre Logik. Und wissen Sie was? Diese Logik ist absolut widerlich. Sie ist nahezu verachtenswert, weil sie jeglicher Realität entbehrt. Sie beschuldigen hier irgendwelche Publizisten, die sie nicht leiden können, mit einem Anschlag zu tun zu haben, wo mehrere unschuldige Menschen zu Tode gekommen sind. Wissen Sie eigentlich, wie schäbig das ist? Doch kommen wir nun zum eigentlich wichtigen Aspekt dieses Videos. Was gerade passiert, was auch in den letzten Jahren immer wieder so wie heute und wie in den letzten Tagen passiert ist,
Das ist ja ganz klar ein Mechanismus, den wir kennen und der beispielhaft für alles ist, was in diesem Land schiefläuft. Es wird nämlich immer nach dem gleichen Muster verfahren. Wenn eine schlimme Tat passiert, wo aber der Täter in ein bestimmtes Weltbild reinpasst, dann wird sofort auf den politischen Gegner eingedroschen, sieht man hier eigentlich ganz gut. Wenn das aber so ist, dass der Täter eben nicht ins Weltbild passt, dann wird ganz klar so verfahren, dass man den Täter verschweigt, dass man gar kein großes Fass aufmachen möchte wegen der ganzen Sache. Diese Diskrepanz ist wirklich erschreckend. Hier wurde ein Doppelstandard etabliert und alle Medien machen da schön mit, alle Politiker machen da schön mit. Und wie ich schon sagte, was hier passiert, ist absolut schäbig, weil man eben einen tragischen Vorfall, der passiert ist, instrumentalisiert, um gegen den politischen Gegner, man kann es nicht anders sagen, zu hetzen. Und es fängt an bei Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen, wo irgendwelche Rechtsextremismusforscher dann wieder die Gesellschaft angreifen und sagen, die würden alles falsch machen. Wir hier in Deutschland würden alles falsch machen. Das geht eben weiter, dass dann wieder die Entlastung von unliebsamen Journalisten gefordert wird. Stichwort Don Alfonso, das ist ja auch wieder so eine Geschichte für sich. Immer wenn irgendwas passiert, kommen dann ein paar Linke an und behaupten dann wirklich, seine Artikel bei der Welt wären schuld, dass sich Menschen radikalisieren und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles Quatsch und da muss ich auch sagen, das ist das, wo wir wirklich sehen müssen, wo wir registrieren müssen, was hier passiert, was hier schief läuft. Diesen Mechanismus müssen wir verstehen, weil nur so können wir ihn eben verhindern. Es läuft ja gerade munter weiter. Alles, was Linke jemals an Konservativen gestört hat, also konservative Publizisten, konservative Parteien, konservative Medien, die werden jetzt alle gebrandmarkt, die werden jetzt alle in Geiselhaftung genommen für etwas, was sie nicht getan haben. Es ist also eine Zeit, klar und deutlich zu sagen, dass wir diesen Doppelstandard nicht länger hinnehmen werden. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind Bürgerliche, wir sind Konservative, wir sind freie Medienmacher. Wir sind definitiv keine Leute, die solche Anschläge auch nur in entferntesten Formen tolerieren und akzeptieren würden. Und jeder, der etwas anderes behauptet, handelt in diesem Moment verleumderisch, weil es einfach nur eine Gedankenwelt ist, die gerne so hätten. Unser politischer Gegner hätte das gerne so. Sie wollen unbedingt die Monster in uns sehen, die sie selbst erschaffen, die wir aber nie sind und nie sein werden. Denn tatsächlich ist es so, wenn man immer weiter Öl ins Feuer gießt, wenn man immer weiter gegen Andersdenkende hetzt, dann ist man selber schuld, wenn es immer weiter eskaliert mit der gesellschaftlichen Stimmung. Dann ist man selber schuld, wenn man eben ein gespaltenes Land hat. Was wir brauchen, ist gesellschaftlicher Frieden. Wir müssen solche Taten respektvoll und pietätvoll aufarbeiten. Was wir nicht brauchen, sind diese Schuldzuweisungen, wo am Ende keiner etwas davon hat, wo sich die Lager nur weiter spalten werden, wo eben die ganze Sache immer weiter eskaliert. Das ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Das Ganze schaukelt sich immer weiter hoch. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, jetzt Stopp zu sagen. Zu sagen, auch ein Jan Böhmermann hat eben nicht die Deutungshoheit über das, was in diesem Land passiert. Auch kein Augstein. Niemand hat das. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden und die Stimme von einem Herr Broder oder Herr Sarrazin ist nicht weniger wert als die von einem Herr Böhmermann, auch wenn es ihm vielleicht nicht passen mag. Wenn ihr an dieser Stelle zustimmt und auch ganz klar sagt, dass es so nicht weitergehen kann, dass diese mediale Hetzkampagne unverschämt ist und dass man dem deutlich widersprechen muss, dann bitte ich euch, teilt dieses Video überall, zeigt, dass ihr nicht einverstanden seid, zeigt Solidarität mit einem Herr Broder, mit einem Herr Sarrazin, mit einem Roland Tichy, denn diese Leute, man muss sie nicht gut finden, man kann da seine Meinung zu haben, was sie veröffentlichen, aber das ist von der Meinungsfreiheit, von der Pressefreiheit gedeckt und sie in die Ecke zu stellen mit irgendwelchen Mördern und Extremisten, das ist menschlich widerlich und das können wir nicht zulassen. Ich bin dieser Sache komplett überdrüssig und deswegen habe ich dieses Video gemacht und ich danke allen Menschen, die dieses Video auch unterstützen. Es ist heute wichtiger denn je, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden, wirklich Stellung zu beziehen und so etwas, was gerade medial geschieht, was große Medienmacher und Promis vorantreiben, entschieden abzulehnen. Das habe ich heute gemacht und ich verspreche euch, das werde ich auch in Zukunft auf diesem Kanal hier machen. Und deswegen danke ich von Herzen alle Menschen, die das möglich machen, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell unterstützen, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Nur durch euch ist es möglich, dass ich hier weitermachen kann, dass ich so viel Arbeit und Kraft in dieses Projekt stecken kann. Danke an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Ciao.